Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Ja, im letzten Part, da waren wir hier in der Wobbewaba-Wüste unterwegs und da wollen wir auch gleich mal wieder rein und den nächsten Stern holen. Bringe Licht in die Pyramide. Okay, wir müssen also in die Pyramide rein, die da drüben ist. Und ja, dann bewegen wir uns doch mal. Aber nicht mit den Gegnern hier. Die lassen wir lieber. Da halten wir uns lieber fern. Ist besser so. Auch von dir halten wir uns besser fern. Oh, 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 oh. Ich glaube, hier war's. Ja. Das war zum Glück ganz knapp. So, und ich glaube, hier war das. Die Stelle. Weil da drüben kommen wir jetzt nicht mehr hin. Nein, hier war sie. Schnell, bevor der daherkommt. Oje. Oh, schnell. Da wird man noch ganz nervös. Und du gehst bloß weg von mir. Weil der will nämlich uns jetzt unsere Mütze klauen, weil wir ihm den Stern geklaut haben. Aber das lassen wir nicht, lieber nicht zu. Ah, schnell. Schnell weg hier. Schnell in die Pyramide rein. Oh, fuck. Ah! Shit. Ein Sandsturm. Nicht so cool. Ah. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal in die Pyramide. So, da sind wir auch schon drin. Oh, und hier drin ist es laut. Was ist denn hier los? Ah, okay, hier ist mal nichts. Hallo? Hier sind lauter solche Dinger. Okay. So, jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir hier Licht reinbringen, ne? Bäm! Und hier die Viecher töten. So, schauen wir mal. Hua, was geht jetzt so rum? Voila. Okay, okay, okay. Hua. So, was steht denn hier? Die Pyramide ist von 4 Säulen umgeben. Erklimme die Spitze der Säule, um das Geheimnis zu lüften. Okay, okay, okay. Okay, wir müssen also ganz nach oben, um das Geheimnis zu lüften. Vielleicht müssen wir ja das obere öffnen. Ich weiß es gerade nicht mehr, wie wir das machen müssen, aber... So, auf jeden Fall müssen wir ganz nach oben erstmal. So. Hoppala. Da warten wir lieber mal ab, bis er sich wieder nach unten begeben hat und laufen jetzt. Solange wir die Chance haben. So. Ah. Okay, Treibsand. Der verschlingt uns nicht sofort. Da haben wir eine reelle Chance zu entkommen. Aber trotzdem. Oh fuck. Ich habe gar nicht bemerkt, dass wir im Treibsand gelandet sind. Okay, okay. Ganz ruhig bleiben. Wenn wir die ganze Zeit springen, dann ist das kein Problem. Wir müssen nur gucken, wo wir hinlaufen. Okay. So. Fuck! Das war ein zu hoher Sprung und dadurch wurde der so flach. Das müssen wir verhindern hier. Denn hier ist die Decke halt sehr niedrig, ne? Ah! Ich rede und zack, geschieht's mir schon wieder. Ah. So. Hallo, rüber mit uns. Und nochmal. So, und jetzt schauen wir mal, was da drüben in diesem Ding drin ist. Geht doch. Warum kann die Kamera nicht gleich so rüber? Muss sie uns erst so im Stich lassen hier. Ah ja, den kriegt man nicht mehr. Der versinkt jetzt richtig schön da drin. Oh yeah.
Okay. Ja. Wenn du springst und den A-Knopf gedrückt hältst, klammert sich Mario an Objekte über ihm. Auf diese Weise kannst du dich auch von der Eule durch die Lüfte transportieren lassen. Ja, das weiß ich doch schon. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir ihm nicht zu nahe kommen. Wow. Okay, der geht hier lang. Schneller. Wenn wir an den Münzen entlang gehen, dann könnten wir da vielleicht hinkommen, ohne dass der uns bekommt. Aber gut. So. Okay, sehr schön. So hat es jetzt funktioniert, dass wir an ihm vorbeikommen. Und jetzt müssen wir hier hoch. So. Hoppala. Okay. Ah, so. Wieder klettern. Und da draußen ist schon wieder Geschrei, na bravo. So. Da hat man schon ein eigenes Zimmer, da wird vor der Tür geschrien. Ah. Ja, wer mein Zimmer sehen will, der kann sich ja den Roomtour ansehen. Und ja. Naja, egal. So. Dann sollte man besser mal hier. Das hört sich an, als ob hier ein Rollding auf uns zukommt. So, jetzt wenden wir den Blick erstmal. Oh, da sollten wir am besten mal rein. Okay, und gleich mal hier rüber. So. Was haben wir jetzt hier? Okay. Da scheint es sicher zu sein erstmal. Jetzt müssen wir nur noch hier die Wände hochkommen. Ah! Kein Wandsprung machen, Mario! Nee, kein Wandsprung. Ah, komm. Zieh dich hoch jetzt. So, jetzt schauen wir erstmal, was hier drüben ist. Oh. Das schaut nicht so gut aus. Mich erwischen lassen. Oh. Okay. Was haben wir denn hier? Oh. Ah, okay. So ein Gesellen. Wir sollten vielleicht auf ihn draufspringen, wenn er hier ist. Ah. Ah, weiter geht's nicht rüber. Okay. Das ist vielleicht der sicherste Weg. So. Ah, verdammt. Okay, so haben wir es jetzt geschafft. Hallo, hör auf mit Ruckeln. Danke. Aber das ist nicht, bringe Licht in die Pyramide. Egal. Das ist ein anderer Stern wahrscheinlich, glaube ich zumindest. Begebe dich in die Pyramide, ja. Aber nicht bringe Licht in die Pyramide. Egal. Stern ist Stern. Du hast 50 Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du die Tür mit den großen Sternen im dritten Stock öffnen. Hast du bereits alle Schalterpaläste gefunden? Diese besonderen Mützen sind sehr nützlich. Ja, habe ich. Eigentlich habe ich das, oder? Ich habe eigentlich. Es sind drei Schalterpaläste, oder? Bringe Licht in die Pyramide. Also los. Dann nochmal. Diesmal anders. Diesmal machen wir es richtig. Ich habe zwar keine Ahnung wie, aber wir machen es richtig. Wahrscheinlich hat es was mit dem großen Ding in der Mitte zu tun. Ah, geh weg. Ah, gerade noch rechtzeitig. Oh. Okay, so. Und dann hier. So, dann bleiben wir mal gleich hier stehen. Ah, so, denn hier ist ein sicherer Platz. Okay, komm. Geht drüber. So. Perfekt. Oh, da gehen wir gleich mal wieder zurück. Oh. Oh, okay. Puh. Dachte schon, jetzt wäre ich geliefert.
Jetzt warten wir mal hier. In der Nähe des Geiers ist es gar nicht so gut. Der Geier ist mir viel zu nah. Egal, wir warten hier. Bis der Block hier sich mal wieder zu uns begibt. Beziehungsweise sich dazu bequem, zu uns zu kommen. So, hauen wir mal vor dem Geier ab. Ja, habt ihr das gerade gesehen? Ich bin irgendwie ganz anders gelaufen. Total komisch. Ah, nicht schon wieder. Puh, irgendwie haben wir es geschafft. Achso, warte mal. Wir müssen noch gar nicht in die Pyramide rein. Fällt mir gerade ein. Egal. Wir müssen auf die Pyramide drauf. Ach ja. Schön, dass mir das jetzt einfällt. Ah, nein, 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 nein. Fuck. Okay, fail. Diese Stelle, ich hasse diese Stelle. Und super, da draußen wird geschrien. So, ein mit uns wieder. Ah, super. Okay, bringe Licht in die Pyramide. Ja, mir fiel gerade wieder ein, wie es eigentlich geht, nachdem ich den Weg gesehen habe. Ah, verrückt, nicht wahr? Dass es mir jetzt erst wieder einfällt. Geh weg. Naja, so ist es halt manchmal mit Erinnerungen. Die muss man manchmal erst durch einen Trigger irgendwie wieder heraufbeschwören. Warte, da fällt das so hin. War das hier? Nein. Das war hier. Okay. Schnell, ein bisschen schneller als dieses Ding. Okay, und wir gehen jetzt zu diesem... Hier, zu dem hier. Und warten, dass der Block auf uns fällt. Aber nur so, dass wir halt drunter stehen können. So, hier war es, glaube ich, an dieser Ecke. Oh yeah, nein, 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 nein. Oh Gott. Ah, schnell, wir müssen hier weiter. Und es hat jetzt geklopft, aber die Leute vor der Tür müssen jetzt warten, bis ich fertig bin. Ah. Geh weg, du scheiß Geier. Der will meine Mütze klauen. Ah, aber ich lasse meine die Mütze nicht klauen. Und ich lasse mich hier auch nicht verletzen. Nee, 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 nee. Oh, oh. Okay. So. Diesmal bekommen wir das Pilzchen hier. Pilzchen. Oder auch nicht. Hätte man fast meinen können, dass ich es bekomme, aber nur fast. Okay, da ist der Geier und wartet. Oh, verdammt. Nein, nicht schon wieder. Nein! Oh, shit. Immer an dieser Stelle, weil ich den Sprung nicht gescheit abschätzen kann. Wegen der dummen Flamme da. Ich bin jedes Mal von der Flamme abgelenkt. Und warum läufst du gegen die Wand, statt in sie reinzulaufen? Ah. Bringe Licht in die Pyramide zum dritten oder vierten Mal? Keine Ahnung. Was ist eigentlich hier hinten? Ach, eine rote Münze, okay. Nein, das will ich jetzt nicht. So. Okay. Oh nein. Ein Bob-Omb. Bam, bam, bam. Kaputt, kaputt, kaputt. Oh, oh. Oh! Boah, war das knapp. Beinahe wäre Mario eine Flunder gewesen. So. Okay. Okay. So. Und jetzt warten wir so. Und weiter geht's. Weg von dem Geier. Der hier jetzt Anlauf nimmt. Und versucht uns zu erreichen. Glaube ich zumindest. Nee. Okay. Gut.
Aber er wollte uns die Mütze stehlen, sobald wir in seiner Reichweite sind. Oh oh, weg, 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 weg. Nein! Okay. Komm, dieses Mal schaffen wir es. Okay. Ohne diesen Pilz da, den kriegt man eh nicht. Okay. So kriegt man also die Flammen kaputt. Ah. Oh nein! Oh, war das knapp. Okay, ob wir das ein zweites Mal nochmal so hinkriegen, ist die andere Frage. Nein, weg mit uns. Geh weg. Okay, puh, das war knapp. Am einfachsten wäre ja, wenn wir das Ding irgendwie kaputt machen könnten, ohne dann hier... Okay, warten. Okay, die Flamme ist kaputt, sehr schön. Und das Viech ist woanders? Nein, da ist es, verdammt. Okay. Verdammt. Shit. Okay, okay, scheiße. Das kriege ich, glaube ich, nicht mehr in diesen Part hin. Deshalb werde ich an dieser Stelle erstmal einen kleinen Schnitt machen und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, tschüss.